Hallo zusammen, ich war vor einiger Zeit sehr spontan und sehr kurzfristig bei Sexy Hair in Mülheim und das ist ja um die Ecke bei mir praktisch. Es hat sich spontan ergeben, dass Rafe Hardy, das ist ein Stylist aus Amerika, dort vorbeigekommen ist im Zuge einer kleinen Tour. Dann wurde ich gefragt, ob ich da vielleicht, ob ich Lust hätte vorbeizukommen und vielleicht Rafe Hardy mal ein paar Fragen zu stellen oder mir die Haare frisieren zu lassen oder wie auch immer. Und ich durfte eine Freundin mitnehmen und ich habe mich sehr darüber gefreut und habe das dann auch spontan gemacht. Und ich zeige euch jetzt auf jeden Fall mal ein paar kleine Ausschnitte von diesem Tag und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Auf jeden Fall hat er bei uns beiden Styling-Produkte angewendet, die ich noch gar nicht kannte, weil sie zu der Zeit auch noch gar nicht im Handel erhältlich waren. Und die haben mir so unfassbar gut gefallen. Das ist eine Hitzeschutzserie, das ist so eine Styling-Serie. Ja, und ihr wisst ja, dass ich doch ein großer Freund der Drogerie bin, aber es gibt so ein paar Produkte, mit denen ich in der Drogerie einfach noch nicht so zufrieden bin. Was Schminke angeht, bin ich total bedient in der Drogerie. Nagellacke genauso. Was mir gar nicht so gut gefällt in der Drogerie sind Cremes zum einen, Stylingprodukte, Haarfärbungen und solche Dinge. Das kaufe ich grundsätzlich nicht in der Drogerie. Ich habe mich davon A bis Z durchgetestet. Und war nie zufrieden, nie wirklich zufrieden oder mit Einschränkungen oder mit Kompromissen. Auf jeden Fall habe ich da jetzt Hitzeschutz-Styling-Produkte gefunden, die mir wirklich unglaublich gut gefallen und die ich euch sehr ans Herz legen kann, wenn ihr euch regelmäßig die Haare frisiert, föhnt, stylt, glättet oder was auch immer. Ja, und seitdem habe ich ausgeharrt, gewartet und Miyakosa bearbeitet, dass wir diese Produkte, meine Lieblingsprodukte aus dieser Serie, es ist jetzt nicht die gesamte Serie, aber meine Favoriten aus dieser Serie, die ich dort ausprobieren durfte, beziehungsweise die an mir probiert worden sind. Die konnte ich jetzt tatsächlich zum Miyakosa holen und ich freue mich sehr darüber. Ich hoffe, der ein oder andere von euch freut sich auch darüber oder ist noch auf der Suche nach einem wirklich guten Hitzeschutz, der aber auch gleichzeitig so ein bisschen das Styling auch hält, was man sich da ins Haar macht. Das ist nämlich bei mir das Problem gewesen bei Hitzeschutz. Entweder haben sie geklebt oder sie waren irgendwie viel zu ölig, sodass meine Haare platt waren. Oder das Styling hat, also die haben meine Haare beschwert und das Styling hat einfach nicht mehr gehalten. Und zwar ist das die 450 Grad Serie von Sexy Hair. Das Besondere darin ist, dass sie bis zu wirklich großen, hohen Temperaturen die Haare noch vor der Hitze schützen. Dass das nicht verklebt in den Haaren, wie man das sonst auch oft von Drogerieprodukten kennt. Und dass sie die Haare nicht beschweren, sodass ihr wirklich noch einen gewissen Halt in euren Haaren habt. Aber es flexibel bleibt, weil es nicht klebt. Das Besondere an diesen Produkten, finde ich, ist, dass es für jede Styling-Methode ein eigenes, abgestimmtes Produkt gibt. Weil natürlich eure Haare einen anderen Halt benötigen beispielsweise und einen anderen Hitzeschutz, wenn ihr sie föhnt. Oder wenn ihr mit einem Lockenstab oder mit einem Glätteisen daran geht.
Und das finde ich eben das Besondere an dieser Serie, dass es abgestimmt ist, was auch immer ihr macht dann mit euren Haaren, immer ein extra Produkt dafür finden könnt, damit ihr wirklich ein optimales Ergebnis erzielen könnt, was das Styling dann auch einfach hält. Und ja, da gibt es, und das sind meine drei Favoriten, und ich finde, ja, wenn man die drei hat, dann hat man eigentlich alle Eventualitäten abgedeckt. Das ist meine Meinung. Es gibt noch andere Produkte, die habe ich jetzt dort nicht reingeholt, weil sie meines Erachtens nicht so viel mit Hitzeschutz zu tun haben oder man gleichwertig gute Produkte tatsächlich in der Drogerie findet. Das sind zum Beispiel so Strukturiercremes oder Sprays. Die fand ich toll, die Produkte, aber die braucht man wirklich nicht unbedingt. Das hier hat mich allerdings wahnsinnig beeindruckt und sehr begeistert. Das ist zum einen dieses Spray hier, das ist Gold wert. Das könnt ihr zum Beispiel verwenden, wenn ihr Heißwickler benutzt oder zum Beispiel mit einem Lockenstab gearbeitet habt. Dann ist das so ein Setting Spray. Das hält die Hitze nochmal an der Locke quasi und schützt die Haare auch gleichzeitig vor dieser Hitze. Und hiermit habt ihr wirklich einen sehr, 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 sehr starken Halt. Das kann ich euch versichern. Das ist super schön. Compared, look, boing, that's the headset. It wants to kick right back. Und dann habe ich noch für euch geholt, das ist ein Spray extra für das Föhnen. Beim Föhnen ist ja das Besondere oder Spezielle, dass beim Föhnen die Haare nicht nur mit Hitze belastet werden, sondern sie auch noch sehr austrocknen könnten. Es soll die Haare schneller trocknen, heißt es. Ich war da jetzt nicht mit einer Stoppuhr dran und habe das überprüft. Allerdings finde ich das ein wahnsinnig tolles Produkt. Die Haare glänzen wunderschön und gerade wenn ihr mit einer Rundbürste stylt, dann habt ihr richtig schön Halt hier drin und habt gleichzeitig eure Haare vor Hitze geschützt, was ich ganz toll finde. I can take the blue out, spray it right onto the hair shaft, like as such, and continue to blow dry. So again, we have 450 or 230. Ja, und dann zu guter Letzt, weil das, glaube ich, die meisten von uns betrifft, habe ich dann noch dieses Hot Tool Spray für euch geholt. Das betrifft also alle heißen Werkzeuge wie Lockenstäbe oder Glätteisen beispielsweise. Und dieses Produkt schützt dann eben eure Haare bei ganz besonders hohen Temperaturen. Oh, schön! Ja, die Produkte sind wahnsinnig ergiebig. Sie haben so eine ganz, ganz, ganz feine Spraydüse vorne, sodass ein wirklich sehr feiner Nebel da rauskommt, mit dem ihr eure Haare dann so praktisch einnebeln könnt. Ich würde euch empfehlen, dass ihr das dann nochmal einbürstet ins Haar, damit es auch wirklich überall hingelangt. Und ich kann euch sagen, so aus meiner Erfahrung und von Friseuren, von denen ich das gehört habe, und Stylisten und Events, auf denen ich gewesen bin, dass Hitzeschutz nicht gleich Hitzeschutz ist und nicht jedes Produkt, wo Hitzeschutz draufsteht, ist auch wirklich ein Hitzeschutz. Es gibt da einige schwarze Schafe, gerade in der Drogerie, wo ich nicht wirklich fest behaupten kann, dass das jetzt die Haare vor Hitze schützen soll. Und da wäre ich immer sehr, sehr vorsichtig. Gerade langfristig gesehen fügt man den Haaren doch erheblichen Schaden zu mit dieser Hitzebehandlung. Und da braucht man einfach einen ordentlichen Hitzeschutz, um die Haare weniger zu belasten. Und so ein Hitzeschutz ist echt Gold wert und unabdingbar. Da habt ihr dann einmal investiert, habt euch was Gutes getan. Wenn ihr euch ein hochwertiges Produkt aussucht, das ergiebig ist, dann kommt ihr da mega lange mit hin. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Und das kann ich euch nur ans Herz legen, immer Hitzeschutz zu verwenden und auch nicht faul zu sein und den immer, immer, immer zu benutzen. Nur so als kleine Predigt. Also ich hoffe, der ein oder andere von euch freut sich darüber. Ich bin sehr, 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 sehr begeistert, insbesondere von diesen drei Produkten, die ich für euch zum Miyakosa holen konnte. Und aktuell, so als Tipp, habt ihr beim Miyakosa 10% Rabatt auf eure Bestellung, wenn ihr diese Barzahlung wählt. Das ist so eine kleine Weihnachtsaktion. Das wollte ich euch nur noch mal schnell an die Hand geben. Ihr bekommt auf jeden Fall dort einen Zahlschein, wenn ihr diese Barzahlung wählt. Die könnt ihr euch entweder ausdrucken oder die auf euer Handy laden. Und dann könnt ihr in jedem DM-Drogeriemarkt oder Realmarkt, der Supermarkt, eure Ware also bar bezahlen, was ich ziemlich toll finde als Option. Diese 10% Rabatt gelten natürlich jetzt nicht nur für meinen Pick auf dieser Seite, sondern generell für die Produkte auf dieser Seite. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass der ein oder andere von euch, wenn ihr das bestellt und ausprobiert habt, mir mal berichtet unter diesem Video, wie euch dieses Produkt gefallen hat, ob euch das genauso gut gefällt wie mir und ob ihr genauso wuschig seid deswegen wie ich. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da einfach mal eure Erfahrungen austauscht und den anderen dabei helft. Ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Ausprobieren der Produkte und beim Stöbern. Und ich sage euch einfach Tschüss.